Heute machen wir nochmal ein Harry Potter. Ja, Surprise Egg Video. Und zwar packen wir heute Kindertoy Harry Töpfer aus. Und zwar ist das die, wie viele Edition? Die zweite. Die zweite Edition. Wir haben ja schon mal ein Video davon gemacht. Wir verlinken euch das auch. Dann könnt ihr da auch gucken, was wir damals drin hatten. Und heute haben wir hier nochmal eine Palette mit 24 Eiern. So, da fangen wir mal an auszupacken, ne? Ich glaube, das ist Sticker. Irgendwie, keine Ahnung. Die Schwester von das könnte Ron Weasley. Ja, das ist die Schwester, glaube ich. So, nächste. Ja, das hört sich aber auch schon wieder nicht so an nach Figur. Doch, oh, ein Hauch alt. Harry Potter sogar. Alles nur, also. Süß, einen haben wir zumindest. Also da, wo der Quidditch, glaube ich, spielt. Ich glaube, das hieß Quidditch. Quidditch. Hier haben wir die beiden. Ja. Da ist da, der Draco Malfoy. Draco Malfoy? Was ist das? Was soll das sein? Ich nenne mal einen Anhänger. Ach so, ein Clip. Okay. Nächstes Ei. Das ist etwas schwerer mal wieder. Na, also, das ist schon wieder einer. Hört sich fast so an, ne? Da ist ja auch einer drin. Ja. Oh. Wir haben direkt den goldenen Harry. Wir haben den goldenen Harry? Wir haben den goldenen Harry Potter! Nicht schlecht. Special Edition. Special Edition. Dann haben wir Glück gehabt. Und das hört sich direkt nach noch einem an. Ja, das wäre ja cool. Am besten noch ein goldener. Da steht Spezialfigur, ne? Okay. Und da haben wir direkt den nächsten. Wen haben wir? Den hat meine Schwester auch schon. Das ist, ich glaube, Cedric Diggory. Cedric, ja. Ja. Cedric Diggory. Das hört sich direkt nach noch einem an. Ich will auf jeden Fall auf heute noch Hagrid. Auf dem Besen in der Hand, ne? Ich will auf jeden Fall heute noch Hagrid bekommen. Ja, sehr cool. Oh, schon wieder so ein Scheißteil. Na, warte, das ist ein Mob. Das sind, das habe ich schon. Das ist so ein... Sind das Uhren, das oder? Sind Bücher. Also, das ist jetzt das achte Ei. Da, wir sind bei dem achten Ei. Das hört sich auch wieder gut an. Schauen wir mal. Aber das ist ein Ron. Habe ich auch schon. Achso, das ist wieder so ein... Aber diesmal ist es ein Poppet. Poppet. Der ist mir im Auto in den Sitz gefallen, aber den habe ich auf jeden Fall auch schon. Na super, zeig mal. Das könnte wieder einer sein. Hört sich viel an. Hört sich ja nicht mehr gut an. Und es ist einer. Von Draco. Draco Malfoy. Draco Malfoy. Warte, ich zeig euch mal kurz. Den hätte ich gerne, den hier. Da, hier, Hagrid. Hagrid und Dumbledore. Das sind die ganzen, die es in der Edition jetzt gibt. Ja. Ich glaube, wir haben diesmal richtig Glück. Das hört sich nach noch einem an. Schauen wir mal. Das klappert auf jeden Fall. Und? Nein, das ist ein Harry Potter. Was ist das? Das ist für ein Ladekabel. Ein Clip für ein Ladekabel. Ja, stimmt, da kommt das Kabel durch hier. Hört sich wieder gut an und ist schwer. Na, da wieder nichts. Wofür ist das denn jetzt? Auch fürs Ladekabel? Ja, ich denke auch fürs Ladekabel. Das ist ja oder für einen Stift? Könnte auch sein. Also das ist jetzt wieder schwer. Ich wollte gerade die falsche Seite wegtun. Wieder Weasley. Der gleiche. Poppet. Das hört sich fett an, also ich glaube, das ist hektisch. Und so sind die Eier, die noch übrig sind. Ich muss jetzt noch Glück haben. Ich hoffe, weil das hört sich stick. Also, das ist. Ich glaube, das. Ja, oh. Wer ist das? Cedric. Den aber haben wir jetzt schon zum dritten Mal. Ja, den gibt es anscheinend relativ oft.
Der sieht auch cool aus hier. Hier hätte ich gerne noch Hagrid. Ja. Das ist die Lehrerin, die für die Flugkünste ist. Hört sich auch wieder gut an. Ja, Hagrid. Hagrid. Boah, wir haben Hagrid. Wir haben schon so viele Figuren. Hagrid, der dicke Mann. Hier haben wir Hagrid. Mit einem Fernglas. Also, wir haben jetzt wirklich Glück. Das ist wieder das gleiche Ding wie Data. Das sind wieder die Lesezeichen. Das ist wieder etwas schwerer. Jetzt müssen wir noch Dumbledore hier. Und schon wieder den Trailco. Und die letzten 6 Eier. Oder Hermine, das wäre auch nicht gut. Das ist. Ja, das ist den, den du wolltest. Mit der Löwenmaske. Das ist jemand aus Gryffindor, aber ich weiß es gerade nicht wegen der Maske. Ich weiß nicht, wer es ist. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr wisst, wer das ist. Ist auf jeden Fall ein Mädchen. Ach, das könnte die Luna sein, ne? Luna Lovegood. Ja, weil die blonde Haare hat. Und nochmal den goldenen Harry. Wow, 2-mal den goldenen Harry. Umso besser. Also, es ist schon ordentlich, was ich finde, wie ich finde. Wir haben jetzt noch 4. Draco, wir bauen zusammen. Noch einen dritten Draco. Das hört sich wieder gut an. Schauen wir mal. Die haben aber letztes Mal auch Hagrid gezogen. Ja, das ist schon beachtlich. Das ist leider der Nachteil, wie ich finde. Ist doch jetzt nicht in ihr Ernst. Und schon wieder. Das ist jetzt der 4. den wir jetzt haben. Ja. Cedric Diggory. Cedric. 3 doppelt. Und 2. Wir hatten aber jetzt nur eine Irrtaten, aber jetzt noch nicht wieder so eine Scheiße. Naja, bis jetzt geht's. Also bin ich auch erstaunt. Und das wievielte Ei? Das vorletzte. Das vorletzte. Da ist wieder der Löwe. Komm bitte, wir müssen jetzt noch mit diesem Ei müssen wir jetzt noch Glück haben. Ist das das letzte? Ja. So, das letzte Ei. Jetzt ist, aber wir haben ja 2 goldene, also ich weiß nicht, ich finde das ist eigentlich schon eine gute Ausbeute. Und es ist ein Snape. Nein. Nein. Also das weiß ich jetzt nicht, wer das ist. Mein Snape. Keine Ahnung. Nö, zeig mal. Wer ist das? Oh, wir sind so lost, ey. Wir müssen. Ja, auf jeden Fall ist das unsere Ausbeute da. Ja. Da ist der ganze Müll. So, das ist jetzt die Ausbeute aus den 22 bzw. 23 Eiern. Das haben wir leider, den Cedric Diggory haben wir leider 3-mal. 4-mal. 4-mal sogar. So, das ist jetzt die Ausbeute an Funko Pops. Da sind, ihr seht natürlich jetzt auch 2-mal 3 doppelt. Und 1-mal 2 doppelt oder 2-mal 2, da sind 2 goldene doppelt und diese Löwen, ich denke, das ist Luna. Und ja, diesmal war nicht ganz so viel Kleinkram da drin. Wir haben echt Glück gehabt, muss ich sagen. Ja, und ich würde sagen, tschüss. Das ist das, was noch gefuttert werden kann und das, was noch in den Müll muss. Ist noch nicht alles. Nee, weiß ich. Also, das sind 1, 2, 3, 13, 14 Stück, die es gibt. Wir haben davon 9 Stück in den Eiern gehabt, die wir nicht doppelt haben. In diesem Sinne würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Tschüss!